Wie hoch ist das maximal anrechnungsfreie Brutto- oder Netto-Gesamteinkommen an eine Witwen- oder Witwerrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, in Deutschland haben im Jahr 2023 rund 5,5 Millionen Menschen eine Hinterbliebenenrente bezogen. Da sind drinne mit enthalten Witwen oder Witwer, Erziehungsrentenbezieher und auch Waisenrentner. Bei dem Waisenrentner ist es relativ eindeutig, da findet seit längerer Zeit überhaupt keine Einkommensanrechnung mehr statt. Das heißt also, Halbwaisen oder Vollwaisen, die eine entsprechende Rente beziehen, können anrechnungsfrei beim Waisenrentenbezug dazu verdienen. Aber meine Damen und Herren, bevor ich auf die eigentliche Antwort komme, wie viel Einkommen dann als Gesamteinkommen netto oder brutto tatsächlich dazu anrechnungsfrei an eine Witwen- oder Witwerrente verdienbar sind, geht es mir erstmal auch noch um eine wichtige Frage, die im Vorfeld überhaupt zu klären ist. Nämlich grundsätzlich die Frage, und die ist wirklich juristisch, rechtlich extrem kompliziert. Die Frage, welche Einkommen sind denn überhaupt an eine Witwen- oder Witwerrente anrechenbar, meine Damen und Herren? Und da spielt unter anderem auch die Frage der Anwendung des Altrechtes nach § 114 Sozialgesetzbuch Nr. 4 eine ganz wichtige Rolle. Ich will auf dieses Detail hier in diesem Video noch nicht näher eingehen. Ich werde dazu auf jeden Fall noch ein gesondertes Video drehen über die Anrechenbarkeit von Einkommensarten. Aber nur so viel, meine Damen und Herren, wir müssen uns immer die Frage stellen, und das als erstes, welche Arten der Erwerbseinkünfte sind anrechenbar? Arbeitsentgelt, Arbeitsverdienst, Arbeitseinkommen eines Selbstständigen, der Gewinn des Selbstständigen, sind Kapitaleinkünfte anrechenbar? Ist zum Beispiel das Einkommen, was sich nicht aus meinem Verdienst ableitet, wie zum Beispiel eine Betriebshinterbliebenenrente, als Einkommen an die Witwenrente oder Witwerrente anrechenbar? Ist das Bürgergeld, Grundsicherung anrechenbar? Und vieles mehr. Und genau diese Fragen müssen im Vorfeld vor der Anrechnung, vor dem Berechnungsvorgang als solchen erst einmal geklärt werden. Und Sie sehen schon selbst, das füllt abendfüllende Stunden. Da kann man also lebhaft drüber diskutieren. Und jetzt komme ich also zu der entscheidenden Antwort, meine Damen und Herren. Als Gesamteinkommen an die Witwen- oder Witwerrente ist anrechnungsfrei netto aktuell Stand 1.7.2024 1.038,05 €. Das ist genau dieser Nettoeinkommensbetrag, den Sie anrechnungsfrei an die Witwenrente haben dürfen. So ist es aktuell geltendes Recht. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Erwerbseinkommen hat, wie zum Beispiel aus einer Beschäftigung, dann ist brutto anrechnungsfrei 1.730 Euro. Davon werden 40% abgezogen, ergibt dann die 1.038 Euro. Ja, meine Damen und Herren, das ist sozusagen die Quintessenz, dass wir hier in Deutschland aktuell zum ersten oder seit dem 1.7.2024 diese Brutto- und Netto-Einkommens Höhe haben, die ich maximal anrechnungsfrei haben kann. Bitte nicht vergessen, meine Damen und Herren, es zählt immer das Gesamteinkommen. Das heißt also, wenn ich einmal Erwerbseinkommen habe, Erwerbsersatzeinkommen habe, vielleicht auch noch anrechenbare Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, dann wird das alles sozusagen zusammengezählt und zwar nach der Nettobereinigung. Das sind sozusagen diese wichtigen Schritte, die man hier beachten muss bei der Einkommensanrechnung. Und deshalb, Sie merken sich, aktuell sind 1.038,05 € anrechnungsfreies Einkommen. Das ist auch dieser sogenannte Freibetrag. Und zwar berechnet der sich aus dem 26,4-fachen des aktuellen Rentenwertes. Aktueller Rentenwert sind 39,32 €. Hinzukommen kann auch noch ein Freibetrag für waisenberechtigte Kinder, die bei Ihnen im Haushalt leben. Das sind dann nochmal rund 220 Euro, die Sie obendrauf sozusagen noch mit dazu rechnen können. Aber das, meine Damen und Herren, sind dann wiederum individuelle Entscheidungen, die dann bei der Rentenversicherung in der Einkommensanrechnung zu berücksichtigen sind und auch dann zu berechnen sind. Bitte also in diesen Fällen nicht vergessen, wenn Sie ein waisenberechtigtes Kind haben, was in Ihrem Haushalt lebt, bitte das bei der deutschen Rentenversicherung unbedingt angeben, wenn es um die
Frage der Einkommensanrechnung geht. Dann noch ein Hinweis, meine Damen und Herren, der auch sehr häufig jetzt im Zusammenhang der Einkommensanrechnung gestellt wird. Was ist denn mit dem neuen Freibetrag, der kommen soll, meine Damen und Herren? Der sogenannte Sockelbetrag, der ja zum 1.7.2025 vorgesehen war. Sie hören schon das Wort war. Dieser Sockelbetrag wird nicht zum 1.7.25 kommen, sondern erst zum 1.7.2027. Das heißt also, viele Millionen Witwer und Witwen werden sich noch 2 Jahre gedulden müssen, ehe sie dann eine Entscheidung treffen können, ob sie ihr Arbeitsverhältnis entweder frisch neu aufnehmen oder ausweiten oder eine entsprechende Entscheidung treffen, dass sie eventuell länger arbeiten. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema, zum Thema, wie hoch ist der maximal anrechnungsfreie Hinzuverdienst bei einer Witwenrente netto oder brutto 1.038 Euro oder 1.730 Euro brutto aus einem Erwerbseinkommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.